Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergok hier nicht und heute soll es einmal um die Frage gehen, wer eigentlich die zwei Vampire sind, die man neben Shelt hier sehen konnte. Doch bevor wir uns dieser Frage widmen, sage ich an dieser Stelle noch einmal Danke an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support sowie Danke an alle Nutzer der YouTube-Thanks-Funktion. So, und damit mal zum eigentlichen Thema. Und wir beginnen erstmal mit dem Wichtigsten, nämlich woher die Vampire Brides überhaupt kommen. Und sie sind nicht etwa Mercenary NPCs oder gar individuell erstellte NPCs wie Demiurg oder die Plejaden, sondern sie sind ganz gewöhnliche Popmonster, die quasi gratis von der großen Gruft von Nazarick beschworen werden, beziehungsweise einfach so aufpoppen. Und selbst im Fall ihres Todes werden sie wieder und wieder erscheinen. Die stellt aber auch gleichzeitig ihre obere Levelgrenze dar, denn die Popmonster von Nazarick können in der Regel ein Level von 30 nicht überschreiten, was für die neue Welt aber immer noch eine große Bedrohung darstellt. Weiter geht es mit ihrer unteren Levelgrenze, die bei 25 sein dürfte, einfach weil die Vampire Bride, die gegen Brain Anglos gekämpft hatte, ansonsten richtig harte Probleme gegen den damals zweitstärksten Mann im Königreich bekommen hätte, der auch noch auf Zaubertrank war. Neben ihrer hohen Geschwindigkeit, ihren schnellen Reflexen und ihrer großen körperlichen Stärke sind die Vampire Brides auch noch mit einer unglaublichen regenerativen Fähigkeit ausgestattet, die es ihnen erlaubt, beispielsweise die Wunden, die von einer Bärenfalle geschlagen worden sind, in Minuten vollständig zu heilen. Bedeutet, ohne entsprechende Gegenmaßnahmen, wie etwa heilige Magie oder ein flammendes Schwert, wird man große Probleme haben, diesen Untoten jemals beizukommen. Und damit kommen wir auch schon zu der Beziehung zwischen Sheltier und ihren zwei Bräuten. Sheltier ist wenig überraschend absolut herrisch gegenüber ihren beiden Untergebenen, die wiederum versuchen, Sheltier so gut es irgendwie geht, zufriedenzustellen, was unter anderem darin mündete, dass Sheltier, die nach einem ersten Feindkontakt mit der Death Spreading Brigade keine Lust hatte zu laufen, von ihren beiden Untergebenen getragen worden ist. Und Sheltier war damals ja auch noch überaus arrogant, was letzten Endes auch zu ihrer Gedankenkontrolle geführt hat. Und da Sheltier von Peruron Shino erschaffen worden ist, den, ich nenne es jetzt mal, kreativsten 18-plus-Spielenthusiasten, den die große Gruft hatte, hatte Sheltier auch noch, ich nenne es jetzt einfach mal, nächtlichen Kontakt zu beiden Vampirbräuten, die ihr wiederum jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Und Sheltiers tyrannische Ader hat auch dazu geführt, dass die Gedanken von einer der Vampire Brides beim Kampf mit Brain Anglos eher auf Shelty gerichtet waren und nicht auf die unmittelbare Bedrohung direkt vor ihr. Schlussendlich sind die Vampire Brides immer noch gefährliche Endgegner für so ziemlich jedes Lebewesen in der neuen Welt, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wie etwa Zeshi oder einen Drachen. Aber für Shelty sind die beiden nichts weiter als Befehlsempfänger, Fußabtreter und Gespielinnen. Soweit also zum Lore. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt mir eure Meinung zum Video und natürlich zu den beiden Charakteren wie immer ab in die Kommentare. Und damit sage ich wie immer an dieser Stelle Danke fürs Zuschauen und besonderen Dank an animangatv.de, Blue Planet 6, Whitebird Best, Philipp, Mr. TNT, Fabian, Karibasas Maske, David André, Hope, Hauer, Nix Morgdir, Sebastian, Dark Phoenix One, Despotanis, Nemasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Tiefer Tiefer und Tobi CTZ. Danke Leute. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.